Heute zeige ich euch den objektiv gesehen besten Dungeon zum Farmen von legendären Items und Erfahrungspunkte in Diablo 4. Und objektiv, weil der Dungeon gerade total gehypt wird. Er wird regelmäßig im Diablo Subreddit benannt. Ich habe schon mehrere Zuschriften von Zuschauern bekommen, dass ich mir den Dungeon doch angucken soll. Und auch WoW-Head hat ihn als derzeit bei weitem beste Solo- und Gruppendungeon zum Farmen in Diablo 4 betitelt. Also schauen wir uns ihn an, wie immer nach dem Intro. So, wo befindet sich dieser Dungeon? Ihr findet ihn in der Trockensteppe. Und wenn ihr soweit noch nicht seid oder das Gebiet noch nicht erkundet habt, ist das kein Problem. Ihr könnt einfach hinlaufen und diesen Dungeon besuchen. Und er trägt den klangvollen Namen Niedergang des Champions. Am schnellsten kommt ihr vom Wegpunkt Ruinen von Quara Isu dahin. Der befindet sich östlich gelegen vom Dungeon. Einfach eine Stecknadel gesetzt und dann schnell hingelaufen, ist man in 2 Minuten da. Und kann loslegen. So, wie ist der Dungeon aufgebaut? Ihr seht hier eine Übersicht des Dungeons. Ganz östlich kommt man rein. Wenn man dann nach links läuft, ist die erste nördliche Abzweigung die zum Endboss. Dafür müsst ihr aber erst 3 Dinge in diesem Dungeon holen, zu einem zentralen Punkt bringen. Dann könnt ihr zum Endboss. Das ist auch ja fürs erste Mal natürlich relevant, aber fürs Farmen dann nicht so wichtig. Ein Stück weiter, dann splittet sich jeweils ein Weg nach Norden. Einer nach Westen bzw. Südwesten und einer nach Süden. Und wie geht man jetzt vor? Sagen wir, ihr seid in einer Dreiergruppe, dann ist das Ganze recht simpel. Es gibt 3 Gänge, 3 Spieler, also geht ein Spieler nach Norden, einer nach Westen und einer nach Süden. Wobei relevant ist, dass der stärkste Spieler den westlichen Gang nehmen sollte, da dieser am längsten ist und man dort auch die härtesten Mobs trifft, beziehungsweise die größten Mobgruppen, also die 2 schwächeren nach Norden und Süden und der stärkste dann nach Westen. Ist man in einer Vierergruppe unterwegs, dann kann man sich so aufteilen, dass ein Spieler nach Norden, einer nach Süden und die 2 dann eben den westlichen Gang nehmen. Der ist wie gesagt am längsten, man hat die meisten Mobs, die härtesten Mobs trifft man dort an und so können die 2 da schnell durchfarmen. Ja, und wenn man alleine unterwegs ist, was macht man dann? Man farmt nur den westlichen Gang. Bis zum Schluss. Das reicht, da findet man die meisten Mobs, man hat die meiste bzw. die dichteste Mob-Rate und dieser Gang ist einfach exzellent geeignet, um da einmal durchzulaufen, alles dort nieder zu mähen und dann, ja, dann, wenn man am Ende angekommen ist, resettet man den Dungeon. Solo, wenn man angekommen ist, als Gruppe, wenn der Dungeon leergeräumt ist. Der Reset-Button, der wurde ja leider entfernt. Vielleicht erinnert ihr euch dann noch an die Beta-Phasen. Da war das ganz simpel, einen Dungeon zurückzusetzen. Aber auch jetzt ist das weiterhin problemlos möglich. Wie geht das? Wie setzt man einen Dungeon zurück? Solo verlasst ihr dann am Ende einfach den Dungeon über das Funktionsrad. Dann loggt ihr euch einmal aus dem Spiel aus. Und bei diesem Anmeldebildschirm, wo ihr euren Charakter seht, wartet ihr 10 Sekunden, loggt euch wieder ein und dann sind alle Dungeons resettet. Das seht ihr auch hier, der Dungeon ist wieder frisch und man findet alle Mobs, die da spawnen sollen, wieder zum Farmen und kann das Ganze immer wieder wiederholen. Also einmal durch, Dungeon resetten, einmal durch und so weiter. Ja, und wie macht man das, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist? Dort verlassen alle die Gruppe, alle Mitspieler. Der Gruppenleiter verlässt über das Funktionsrad den Dungeon und dann geht er einmal neu rein. Dann bekommt er nämlich eine frische Instanz zugewiesen, die wieder komplett voll ist mit Mobs. Und dann lädt er alle Mitspieler wieder ein und die lassen sich dann zu ihm in die neue Instanz teleportieren. Und dann können alle 4 bzw. 3 oder zu zweit geht es natürlich auch noch einmal durch den Dungeon. Das Ganze wiederholt man dann immer und immer wieder. Reset, wieder neu rein, neu einladen und dann können alle wieder gemeinsam spielen. Ja, und die Frage vielleicht noch zum Abschluss. Warum ist der Dungeon so gut geeignet?
Ich habe ihn inzwischen auch ordentlich gefarmt und kann sagen, das funktioniert sowohl solo als auch als Gruppe hervorragend. Einige Dungeons wurden ja mit dem letzten Hotfix genervt. Ich glaube, der war nicht mit dabei. Der funktioniert immer noch einwandfrei. Man findet große Gruppen von Trash, aber auch Elite-Mobs. Wichtig für einmal natürlich Erfahrungspunkte, aber ganz wichtig auch für gute Items, die da droppen. Man ist trotzdem recht schnell durch, weil man die Mobgruppen recht gut besiegen kann. Das bedeutet viele Erfahrungspunkte, viele Drops und somit auch möglichst viele Legendaries, die da droppen können. Und auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass man nicht nur gut levelt, sondern auch ordentlich Items bekommt. Und das war's mit meinem kleinen Tipp für den Niedergang des Champions in der Trockensteppe. Guckt euch den Dungeon auf jeden Fall mal an und wenn ihr erste Erfahrungen gesammelt habt, dann schreibt eure Meinung dazu liebend gerne in die Kommentare. Und ganz wichtig, wenn ihr in Zukunft weitere Tipps und Tricks zu Diablo 4 erhalten möchtet, dann abonniert doch liebend gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns sehr gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.